Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Video im Jahr 2021. Liebe Leute, ich wollte mich mal bei euch bedanken. Das Jahr 2021 war ein echt ereignisreiches Jahr für mich. Ich habe doch ein paar Videos rausgehaut, es hat sich einiges getan bei mir und einiges Positives und einiges Negatives und ihr wart immer an meiner Seite und dafür wollte ich mich einfach mal bedanken bei euch. Ich wünsche euch natürlich einen guten Rutsch, den besten Rutsch, den man sich vorstellen kann und ich wünsche euch allen nur das Beste, Isabella, ja, Ball, nur das Beste für das Jahr 2022. Vielen Dank, dass ihr mir treu geblieben seid. Vielen Dank, dass ihr meine Videos anschaut. Vielen Dank einfach für alles, dass ich vieles mit euch teilen kann, was ich ja doch sonst immer alleine mache. Wie gesagt, es war ein cooles Jahr und ich wünsche euch nur das Beste. Das Allerbeste. Und ich meine das wirklich so, wie ich das jetzt gerade sage. Jeden von euch wünsche ich nur das Allerbeste für 2022. Ich wollte noch ein kleines Update geben. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht über die Zitronen-Knoblauch-Kur. Das wollte ich euch auch noch sagen. Jeder, der das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Probiert es mal aus. Ich nehme es jetzt ein paar Wochen. Und Leute, mir geht so gut. Das ist echt nicht mehr feierlich. Also, es ist wirklich nicht mehr feierlich. Probiert es mal aus. Schaut euch mal das Video an und probiert es mal aus. Wer gesund ins neue Jahr 2022 starten will, kann es gern mal ausprobieren. Das wollte ich euch mal mitgeben. Mir geht es wirklich gut. Mir geht es wirklich richtig gut. So. Und um was geht es noch in dem Video? Ach ja, genau. Ihr habt es ja in dem Titel schon ganz kurz. Ich muss noch mal ganz kurz Ball kicken. Und was gibt's noch in dem Video? Mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen. Ja, ich habe mir das Skrama geholt. An dieser Stelle hier Reini Rossmann, vielen Dank für deine Skrama-Videos. Aufgrund von diesen Videos habe ich mir das Skrama geholt. Vielen lieben Dank für die Videos. Ich habe mich bei deinen Videos in das Ding verliebt und ja, jetzt habe ich es mir geholt. Und das packen wir jetzt aus. Es ist quasi ein Unboxing-Video. Und verabschieden werde ich mich dann, nachdem ich mein Skrama ausgepackt habe. Und jeden, den das Thema Skrama interessiert, nein, es ist wirklich bloß ein Unboxing-Video, nur ein kleines Auspack-Video. Aber ich nehme euch gerne mit. Wer das Skrama sehen will, der ist herzlich eingeladen, sich das kurze Video jetzt anzutun. Und mir bleibt, wie vor jedem langen Video, auch bei dem kurzen Video, nur zu sagen, ne, nochmal, ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr 2022. Und natürlich wünscht euch auch die Easy ein tolles Jahr 2022 und einen guten Rutsch. Aber jetzt packen wir wirklich, ihr rosaroter Mädchenball, jetzt packen wir wirklich mal das Skrama aus. Ich freue mich so. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie ich mich freue, aber ich freue mich wirklich gerade. Skrama! Oh! Oh ja! Ich habe mir die Version geholt, nur mit der Klingenschutzhülle, weil ich mache mir sowieso wieder ein eigenes, ich mache mir sowieso wieder eine eigene Scheide dazu. Oh, ich fiebe. Ja, ich bin, ey, das ist schöner wie Weihnachten heute. Wow. Wow. Genau, von dieser Schärfe habe ich schon gehört. Habe ich schon in einem Video gesehen. Das ist mein Skrama. Das ist quasi mein Geschenk an mich für 2022, weil ich so ein cooler Dude bin. So, nein, Schmarrn. Oh, Leute, das ist echt ein tolles Messer. Ich verstehe Reini Rossmann, ich verstehe ihn wirklich, wenn er sagt, das ist einer seiner Lieblinge. Es ist jetzt schon einer meiner Lieblinge.
Oh Gott, ist das toll. Ist das schön. Das ist, boah. Ja, aber das war's jetzt auch mit meinem Unboxing-Video. Oh Gott, ich freue mich so. Ausschauen tue ich wie Sau, aber ich feiere auch schon 2 Tage Silvester. Macht nichts. So, hier ist es nochmal. Leute, nochmal vielen lieben Dank für 2021. Mit euch war das Jahr leichter für mich. Also nochmal vielen lieben Dank und nochmal, ich wünsche euch nur das Beste für 2022. Geht auch 2022 raus, nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber treibt es nicht zu wild, sagt easy und nature chilled. Achso, ich muss noch meinen kurzen Messertest machen, ob es auch was kann. Das ist mein Messertest. Nicht zu Hause nachmachen. Aber wenn das funktioniert, dann weiß ich, ich habe ein gutes Messer gekauft.